Ja, ehe ich heute weitermache mit meiner kleinen Serie über nicht so bekannte deutsche Pfeifenmacher, habe ich was anderes, was ich Ihnen erzählen möchte. Und zwar habe ich vor kurzem wieder ein altes Jugendfoto von mir in die Hände bekommen. Dieses hier. Das Foto ist 30 Jahre alt. Damals war ich 22. Irgendwo in Norwegen aufgenommen. Und da sehen Sie mich mit einer richtig schönen Canadian. Genüsslich rauchen. Was für ein Tabak das gewesen ist, das weiß ich nicht mehr. Vielleicht ein Rum and Maple oder irgendwas anderes. Das kann ich nicht mehr erinnern. Aber die Pfeife, die hier auf dem Foto zu sehen ist, die gibt es tatsächlich immer noch. Das ist diese schöne rote, jetzt müsste ich mal so gucken, dass man beides sieht, das Foto und die Pfeife, diese schöne rote Canadian des namenlosen Herstellers Elba. Ich weiß nicht, ob Elba ein französischer oder italienischer Hersteller ist, das kann ich gar nicht sagen. Aber das ist die Pfeife, die ich damals in Norwegen geraucht habe. Eine von denen, die ich aus meiner studentischen Zeit behalten habe. Eine ganze Reihe habe ich ja damals auch dann oder später dann weggeworfen. Die Elba dient mir bis heute ganz regelmäßig, und zwar, man soll es ja gar nicht laut sagen, als Autopfeife. Es ist tatsächlich so, dass ich bei längeren Autofahrten doch noch manchmal zu einer Pfeife greife. Natürlich immer nur, wenn ich alleine fahre, dann kann ich niemanden stören oder gefährden. Und ich weiß, dass das Pfeiferauchen beim Autofahren auch nicht ganz unumstritten ist und auch nicht ganz ungefährlich. Vor allen Dingen, wenn eben was passieren sollte, dann ramme ich mir das ganze Ding wahrscheinlich tief ins Gebiss oder in den Schädel. Aber Gott, Gefahren gibt es ja schon manchmal im Leben. Jo, diese Elba hat also schon einiges mitgemacht. Das Mundstück ist auch sicherlich nicht mehr ganz so schön, ist angegriffen. Aber weil es eben so ein weiches und tolles Mundstück ist und die Pfeife insgesamt eine sehr leichte Pfeife, darum ist sie heute immer noch eine meiner Lieblinge. Übrigens eine filterlose Pfeife. Das gilt nicht für diese hier, die ich jetzt hier zeige. Das ist eine Volker Bier Pfeife, eine schöne Apple. Gerade Stück, nur ganz am Ende ist das Mundstück leicht geschwungen, aber sonst eben von der Form her klassisch, wobei nicht streng finde ich, aber klassisch diese Apple. Ich stecke mir die noch mal an. Sie raucht sich wirklich gut. Volker Bier arbeitet in Lohmar, wenn ich es richtig weiß, mit einem kleinen Team von Leuten, die solche Serienpfeifen herstellen. Das sind sehr preiswerte Pfeifen. Die vertreibt er vor allen Dingen über seinen Online-Shop. Das ist, hier ist die Visitenkarte dazu. Über seinen Online-Shop unter pfeifen-bier.de und man kann sie auch bei eBay manchmal in Auktionen und manchmal zu Festpreisen kaufen bzw. ersteigern. Die Preise, von denen wir hier reden, die liegen so um die oder unter 50 Euro und nur in wenigen Ausnahmen sind Pfeifen von Volker Bier mal teurer. Ich habe auch eine teurere von ihm, eine filterlose. Die allermeisten Pfeifen von Volker Bier kommen mit 9 mm Filterkammer, so auch bei dieser hier. Die verwendeten Hölzer, das sind sicherlich ordentliche Stücke, aber auch keine Spitzenbrüers. Auf die Maserung hat das natürlich dann nicht so den optimalen Einfluss, aber es sind immer noch schöne Pfeifen, auch von der Färbung und von der Beizung finde ich ordentliche Pfeifen. Die sind gut verarbeitet, die Bohrung ist klasse, die Schachtelung völlig untadelig. Also wirklich gute Pfeifen. Sicherlich eine Empfehlung für Anfänger, weil sie eben ein wirklich ordentliches Gebrauchsstück für kleines Geld bekommen. Aber auch für erfahrene Pfeifenraucher, zu denen ich mich ja ohne Frage auch zählen darf, wenn es nicht so sehr darauf ankommt, eine berühmte Marke im Gesicht zu tragen, sondern einfach eine gute Gebrauchspfeife für den Alltag zu haben. Das ist eine, mit der man eben auch mal zwischen den Zähnen einfach durch die Stadt gehen kann und auf die man vielleicht nicht ganz so viel Aufmerksamkeit lenken muss und die einem trotzdem gute Dienste leistet. Bei mir ist das auf jeden Fall der Fall. Ist das so, dass sie mir gute Dienste leistet, ohne dass ich damit eben besonders viel Renommee erreichen könnte. Hiermit also, ja, vorgestellt meine Volker Bier Apple, eine gute Gebrauchspfeife unter 50 Euro. Ist.